Wir gehen auf eine Klassenfahrt. Dindelen, dindelen, dindelen. Wir spielen Fußball sehr, sehr hart. Dindelen, dindelen, dindelen. Wir chillen und wir lesen gern. Dindelen, dindelen, dindelen. Wir kommen aus Ländern nah und fern. Dindelen, dindelen, dindelen. Der Schiedsrichter heißt auf Türkisch Hakem. Sie besteht aus 10 Feldspielern und einem Torwart. Wer ist damit gemeint? Eine Mannschaft. Genau, die Mannschaft. Fußball heißt auf Kroatisch Nogomet. Mit Türkisch, da tragt ihr das türkische Wort ein. Spieler heißt auf Polnisch Antwort Juki. Der Trainer heißt auf Griechisch Proponitis. Auf Ghanaisch heißt Torpol. Das heißt nur gehen. Rechts lang. Ah, geil. In welchem Jahr wurde der Glockenturm des Klosters errichtet? Neue Passe. Linie heißt auf Griechisch Grammi. Fußball heißt auf Eritreisch Goschalgri. Fuß heißt Eger. Was bedeutet Abwehr auf Türkisch? Ja, kennen wir das?